herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. Und heute habe ich wieder, Gott sei Dank, auch die Dr. Beate Strittmatte hier. Ganz herzlich willkommen, liebe Beate. Beate ist nicht nur Ärztin, wir haben sie ja gesehen, sondern sie ist eben auch ganz eine besondere Autorin von diesem Buch Rettet die Liebe. Und das hat mich sehr, sehr bewegt, weil ich glaube ganz sicher, dass der QS24 Fernsehsender nicht nur über Naturmedizin reden müsste, sondern eigentlich in diese Königsklasse aufsteigen müsste. Hier drin, in diesem Buch, sind alle Lösungen drin für unser aller Leben. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und wir möchten heute ein Thema aufgreifen, was hier drin auch beschrieben wird. Es geht um den Schatten, um den Schattenprinzip. Und eins dieser Punkte möchte ich heute einmal aufhängen, und zwar immer will er Sex. Und später als zweiter Titel, mein Mann schlägt mich. Ich möchte gern mit unserer Expertin darüber reden, inwiefern das, diese zwei Themen etwas mit den Betroffenen selbst zu tun hat. Ich darf das gleich dir übergeben. Immer will er Sex, das ist so etwas, was man immer wieder hört. Und da möchte ich gern fragen, da hast du ja sicher viele Geschichten wieder zu erzählen. Ja, viele. Immer will er Sex. Wie fängt sowas an? Die Verliebtheit, wunderbar. Er trägt sie, ach, dein Rückenkissen, wollte ich dir nicht sagen. Ach wecken. Ja, danke, da sitze ich gerade. Danke. Immer wieder Sex. Die Verliebtheit ist zunächst mal wundervoll. Alles ist ausgeglichen, sie verstehen sich, du siehst im anderen nur die besten Dinge, du fühlst dich verstanden, du traust ihm, du bist im siebten Himmel. Das ist ein bisschen anstrengend. Man weiß heute, mehr als ein Jahr würde man das nicht unbeschadet durchhalten, weil du brauchst ja nicht zu schlafen, du brauchst ja nicht zu essen. Die Verliebtheit ist ein Vorblick ins Paradies, wie eine Beziehung sein könnte. Und ich glaube, Tolstoi hat gesagt, ja, wir wählen, wenn wir jemand wählen und heiraten, dann liegt nach der Eheschließung sowieso der falsche Partner neben uns im Bett. Also mit anderen Worten, wir holen uns ein Thema ins Haus. Und am Anfang der Verliebtheit, wo alles gut ist, sollte man eigentlich die Verliebten, und ich habe tatsächlich diese Situationen, die ich begleiten darf in der Praxis, mehrere Paare, die gerade frisch verliebt sind, wo ich sage, pass auf, wollt ihr, dass die Beziehung gut geht? Ja, wollen wir. Dann tut ihr mal Folgendes, dann haltet ihr für möglich, dass bei der ersten Missstimmung jeder für sich zurückgeht und mal guckt, was könnte da mein Thema sein? Was hat mich jetzt gerade da so gestört, genervt? Woran erinnert es mich? Zum Beispiel, er ist vielleicht ein bisschen übergriffig, indem er sie, wie diese junge Frau, die Krankenschwester, die wollte gern mit ihrem Mann ein Kind. Zum Sex komme ich gleich. Ich sehe, es interessiert dich. Ja. Nee, beide Themen. Ja. Bleib nur dran. Ich unterbreche dich nicht. Diese junge Frau, ich wusste gar nicht, dass Schweizer so leidenschaftlich sein können. Ich habe so viele Sendungen von dir gesehen und dachte mir, oh, jetzt so leidenschaftlich, super. Diese junge Frau ist Kindergärtnerin und sie wollten beide ein Kind. Und sie hat gemerkt, dass ihr Mann sich kurz nach dieser Verliebtheitszeit verändert. Also er erwartet von ihr, dass sie die Hausarbeit macht und er will auch kein Kind mehr. Und sie bekam den Rat, mal zu überlegen, wer bist du eigentlich, als wer gehst du eigentlich nach Hause? Die Kinder lieben sie im Kindergarten. Und wenn sie dann im Kindergarten ist, dann ist sie wie die Kinder. Mhm. Und das ist einfach traumhaft. Ihre Arbeit ist traumhaft, für die Kinder ist sie traumhaft. Mhm. Dann kommt sie nach Hause und sie schaltet nicht um. Sie schaltet nicht um auf die erwachsene Frau. Ja, und der Vater und der Mann meinte wahrscheinlich jetzt mit der Frau, hat er schon ein Kind. Das wird so gewesen Möchtest sein, du weitermachen? Cool! Ja, ich lerne es langsam. Cool, ja. Die erste Prüfung hast du bestanden. Okay, danke. Was sagt deine Frau eigentlich zu deiner ganzen Machenschaft hier mit deinen neuen Lernerfahrungen? Also ich meine, ich bin ja jetzt schon lange auch verheiratet und wir hatten auch unsere Hoch und Tiefs, aber wir sind immer daran gewachsen, indem man natürlich wirklich was lernt aus dem Schatten heraus. Also es hat ja immer auch mit mir zu tun, aber am Anfang will man ja das nicht sehen und die andere Person auch nicht. Und irgendwann wächst die Beziehung in eine ganz andere Sphäre rauf, wenn man durch diese Fights hindurch geht. Darum kann ich... Du hast endlich das geschrieben, was ich eigentlich im Herzen schon wusste.
Ich konnte es aber nie so rübergeben, aber es ist jetzt da und das muss jetzt in die Welt hinaus. Du hast zwei Sachen gesagt, die ich, wunderbar, was du gesagt hast. Ich will nur zwei kleine Worte korrigieren. Du hast gesagt, man hat seine Themen, aber man wollte nicht sehen, dass es mit sich zu tun hat. Mhm. Klare Ansage, man konnte es nicht sehen. Wir kämpfen gegen ein Bild, was man uns vorhält. Und dabei ist es ein Spiegel. Wir sehen uns immer wieder selbst. Wir sind ja immer perfekt. Wer hat uns denn eine Anleitung geben können? Mhm. Unsere armen Eltern wussten es noch weniger. Und unsere Erzieher in der Schule wussten es auch überhaupt nicht. Also wir konnten es nicht sehen. Und das Zweite, was du gesagt hast, dass du jetzt einfach rausgehst und dass die Beziehung sich dadurch verändert, es muss in die Welt, ja, die Mechanismen des Lebens, die bringt uns keiner bei. Und ich kann mich noch gut erinnern, vor etwa 15 Jahren, wo ich anfing, mich drum kümmern zu müssen, weil ich gesehen habe, Patienten verlieren Energie. Wie gesagt, ich kriege immer die schwersten Fälle, weil ich so viel ausgebildet habe. Und Patienten verlieren dann Energie und ich komme nicht weiter. Das kann ich mir gar nicht leisten. Ich wurde in die Ecke geprügelt. Plus kamen, wie gerufen, die eigenen privaten Erfahrungen. Und ich bin jemand, der sich durchaus auch nass machen lässt. Also nicht nach dem Motto, dusch mich, aber mach mich nicht nass. Und dann fing ich an zu gucken, wo die Dinge sind. Und ich weiß es noch wie heute. Ich habe eine liebe, liebe, gute, sehr kompetente Psychologin als Freundin, Theresa. Und ich war mit ihr aus. Und ich sage, Theresa, es kann doch nicht sein, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt. Und in der Liebe, im Leben. Und die sind für alle gleich. Und keine Sau kennt sie. Sagt sie zu mir, reg dich ab. Unsere Lebensspanne zählt gar nicht. Wir sind in einem Entwicklungsprozess und du bist gerade Teil davon. Du bist privilegiert, dass du ein besonderer Teil davon sein kannst. Es gab nie mehr Angebote für Paare und Beziehungen als heute. Wir sind also in einer Entwicklung drin. Ich bin so glücklich, darüber sagen zu können und wissen zu können, ich darf in dieser Zeit leben, wo man nicht die gusseisernen Ehen von früher hatte. Was war denn, wenn ältere Leute auch mal sagen, ja, früher, da haben Ehen ja noch gehalten. Ja, da waren Ehen auch so, dass die Frau in so in Abhängigkeit war, dass sie gar nicht anders konnte. Mhm. Und irgendwann wurde ein Partner dann auch krank, weil er sich hilflos gefühlt hat und eingesperrt und dort nicht raus konnte. Die Paare heute sind ja viel unabhängiger, dass sie sich mal eben schnell fast zu 40% wieder scheiden lassen. Ich denke, der Trend wird, wenn die Paare mehr wissen, rückläufig werden. Aber darüber müssen wir auch noch reden, vielleicht als Sendeaufhänger, warum heute einfach beim erstbesten Konflikt schon wieder davongerannt wird, statt den Konflikt zu lösen. Aber lass uns mal, wie wir es anmoderiert haben, jetzt eigentlich in diese zwei Themen noch eintauchen. Gut, ich darf die Krankenschwester, die Kindergärtnerin gerade noch fertig machen. Gerne. Sie hat verstanden, wer bin ich, wenn ich nach Hause gehe, wenn ich als Kind zurückkomme? Du hast es genau gesagt. Ich bin für meinen Mann das Kind und er fängt an, mich zu kommandieren. Hausarbeit. Sie ist immer dann, wenn sie nach Hause kam, durchatmen im Auto, zieh die Schnur wie beim Teddy. Wer bin ich? Bin ich die erwachsene Frau XY? Als solche gehe ich rein. Und plötzlich war alles anders. Der war ein guter Mann, der hat das ja gar nicht gewusst, dass es so ist. Aber nach dem gleichen Prinzip geht das auch mit der Schuldirektorin AD. Eine liebe Frau, die sagt, meine Mutter, die macht mich immer so runter und die macht mich so fertig. Und dann habe ich gefragt, wie war denn das in der Schule? Ich kam mit den schlimmsten Klassen zurecht, sagt sie zu mir. Sag ich, wissen Sie was, wer sind Sie denn, wenn Sie zu Ihrer Mutter gehen? Ziehen Sie mal Ihren Schulkittel wieder an. Stellen Sie sich vor, Ihre Mutter ist eine einzige schlimme Klasse. Schulkittel anziehen, stellen Sie sich vor, da ist der Pult, sprechen Sie sie in Ihrer Profession an, Sie wissen, wie es geht. Alles hat sich verändert, alles. Und das hast du vorhin gefragt, ist das, strahlt der Partner das aus? Ja, es gibt ein Buch, die Botschaften der Celestinen, glaube ich, heißt das, ein ganz altes Buch. Da geht es um die Ausstrahlung, die jemand hat und Menschen, die diese als Farben sehen können. Fand ich sehr spannend. Ich habe es damals als Abenteuer gelesen und mir nichts dabei gedacht, ich werde es wieder lesen. Die Botschaften der Celestine ist ein ganz altes Buch. Ich kenne das Buch. Ah, genau. Ja, natürlich. Und da zeigen die, dass Emotionen wie Farben um dich herum sind. Stell dir vor,
Du würdest in der U-Bahn überall sehen, wie sich jemand fühlt. Der hat hier eine Farbskala, ne, wo du das sehen könntest. Das wäre doch irre, oder? Zum Sex. Viel einfacher. Da ist ein Paar verliebt und es ist der Himmel, er trägt sie auf Händen und sie ist sehr keusch erzogen worden, aber natürlich in dieser Verliebtheit, da kann man dann über Schwellen springen und dann wird die Sexualität zum Erlebnis und dann pendelt sich das in den Normalbereich ein. Jetzt haben die beiden ein Problem, was sie nicht wussten. Wenn das die Frau ist und das der Mann, dann sind diese beiden Plätze bitte gleich zu belegen. Gleich stark zu belegen. Dann kann das eine Beziehung auf Augenhöhe werden. Wenn aber die Frau zu wenig Platz einnimmt, hier ist das Bild von der Frau, dann nimmt sie nur diesen Platz ein, dann bleibt hier ein Vakuum. Der Mann ist ein guter, lieber Mann, aber hier ist ein Vakuum und sie ist keusch erzogen worden, sie hat das in den Schatten gesperrt und jetzt wird er in das Vakuum reingezogen. Die Natur hat kein Vakuum, das gibt's dort nicht. Also er hat gar keine andere Wahl, wenn sie ihren Platz nicht einnimmt, dann wird er dort reingezogen. Nummer eins, er wird jetzt etwas dominant, weil er ist ja jetzt ein stärkerer Teil in der Beziehung. Und Nummer zwei, ihr Schatten klopft bei ihr an. Hallo, wie wäre denn das, wenn du jetzt mal doch ein bisschen mehr zu deiner natürlichen Sexualität stehen würdest? Machst du nicht? Hast du keine Lust? Willst du nicht? Ich schick dir jemanden. Da ist er, dein Mann. Alles, was uns in überzogener Form begegnet, all das ist ein Hinweis auf einen Schatten. Und dummerweise haben die beiden gerade dieses Problem auch, dass er sozusagen diesen Platz ausfüllen muss, den sie nicht ausfüllt. Kannst du mir noch das Vakuum nochmals jetzt in dieser speziellen Person, der Dame erklären? Das ist die normale Haltung. Was hat sie nicht ausgelebt? Was hat gefehlt? Was musste sie ändern? Also diese Frau hat sich früher klein gemacht und ihr Selbstwertgefühl war nicht gut und nach dem Motto sei ein liebes Mädchen. Ja. Erst die anderen, dann du. Plus die verdrängte Sexualität, hier sind quasi zwei Themen. Ne? Sie nimmt ihren Platz gar nicht ein. Mhm. Das ist immer ein Problem, wenn du den Platz nicht einnimmst. Es kommt einer, der ihn einnimmt. Wenn du dich mal umguckst, wenn Leute sich beschweren, der ist immer so dominant und der wird übergriffig und der will mir erzählen, wie es geht. Es gibt einen guten Vergleich für das. Du gehst im Watt spazieren, du nimmst eine Schaufel, du machst ein Loch ins Watt. Warst du schon mal im Watt? Hast du schon mal jemals die Füße im Watt gehabt? Okay, nein. Was heißt Watt? Watt ist, das ist bevor die See kommt, wenn sie sich zurückzieht, dann ist da das Watt. Das ist eine Sand-Morastschicht und da steht immer ein bisschen Wasser drauf. Mhm. Klar? Mhm. Jetzt nimmst du eine Schaufel und machst ein Loch. Mhm. Was macht das Wasser? Ja, es geht runter. Es fließt rein. Kann das Wasser was dafür? Sicher nicht. Nein, du hast das Loch gemacht. Mit anderen Worten, das ist ein super Beispiel, weil du hast das Loch gemacht. Wenn du in der Beziehung ein Loch lässt, hier ist ein Vakuum, das lässt du und du warst ja immer bisher nett und du bist immer durchgekommen, aber in der Partnerschaft wird Klartext geredet, energetisch. Der Mann wird da reingezogen, er wird also etwas dominant. Alle, die sich beschweren, der will mir was sagen und der und so weiter, kann man empfehlen, guck doch mal, dass du dich ein bisschen ausweitest. Der Reifrock. Und sie hat die verdrängte Sexualität. Die Seele hat schon angeklopft. Aber was nützt denn das Anklopfen, wenn so eine Frau gerade keinen Partner hat? Und dann klopf du mal, das höre ich nicht. Aber jetzt ist ja der Partner da. Und eigentlich ist er gar nicht so, aber vielleicht ist er doch so. Und die Seele hat ganz bewusst gesagt, pass mal auf, da ist er, den nehmen wir. Und dann sitzt du da vor ihm bei einem Glas Wein und die Seelen tauschen sich aus und ihre Seele sagt, pass auf, bei mir ist die verdrängte Sexualität, kannst du da was für mich tun? Seine Seele sagt, klar, kann ich machen, ich brauche sowieso immer mehr als alle anderen. Und ihre Seele macht dann auch was für ihn, was weiß ich, sie ist dann vielleicht wie seine Mutter, also immer ein Tauschgeschäft. Und dann merken sie, wir sind ja so verliebt. Nach dem Motto, du kommst immer mit jemandem zusammen, mit dem du ein Thema hast. Was ich den Frischverliebten auch sage, haltet es für möglich, dass auch ihr in der Beziehung mit alten Themen konfrontiert werdet. Es ist zu eurem Besten. Und wenn ihr nicht klarkommt, kommt ihr gerne zurück zu mir. So, das ist auch immer so ein Angebot. Aber viele kommen selber zurecht. So, was macht sie jetzt? Sie sieht in übersteigernder Form, der will ja immer nur Sex. Klar. Sie kann mal darüber sprechen und kann sich auf ihn einlassen und kann sagen, pass auf, ich sehe, du brauchst mehr als ich. Du brauchst mehr als ich, das nervt mich, weil ich will nicht so viel geben. Aber vielleicht habe ich Nachholbedarf. Lass uns doch mal zusammen drüber reden oder was lesen. Es gibt ja auch Coaches, die da weiterhelfen.
wo könnte ich mich denn mehr öffnen? Wo könnte ich mich denn mehr fallen lassen? Wo könnte ich denn meinen Körper mehr genießen? Können wir vielleicht mit kleinen Einheiten anfangen? Und ein Mann, der sich so gewertschätzt sieht, okay, sie braucht meine Hilfe jetzt gerade, der wird sie nicht einfach mit Rammelsex überfallen und bedrängen. Es ist immer ein Zeichen, da ist zu wenig. Mhm. Ich erzähle mal noch ein persönliches Beispiel. Ist ja keiner hier eigentlich, ne? Also fast keiner. Nein, nur wir zwei. Nur wir zwei. Und die Kamera. Genau. Und ein paar hunderttausend Leute. Ich war noch jünger und war schon verheiratet in der ersten Ehe und war auf einem Kongress. Und ich war dort als Redner und ich war eben jünger. Und es war ein lauschiger Sommerabend und ich fühlte mich, ich hätte Lust gehabt auf Sex. Ich habe das zu meiner Freundin gesagt, ey, wir sind halt so, ne? Und ich habe noch so mit ihr drüber geredet und dann war das Thema vorbei. Wir gehen die Toilette runter, stiegen zur Toilette. Hinter mir höre ich zwei Männer reden. Sagt der eine zu anderen über mich, hat die einen geilen Arsch. Sagt meine Freundin, hast du das gehört? Das ist unverschämt. Ich wusste damals schon, okay, der hat von hinten schon gerochen, was meine Gedanken so waren. Ich habe gesagt, gut, vielen Dank auch. Das ist ein nettes Kompliment. Siehst du, was ich meine? Mhm. Es ist kein Zufall, wer dir auf die Pelle rückt. Es ist kein Zufall, wer dich mobbt. Also jetzt mal zu diesem Mobben auch. Die Leute, die gemobbt werden, nehmen alle ihren Platz nicht ein. Mhm. Das ist der Punkt. Was war der zweite Punkt, den du jetzt reinhaben wolltest? Wenn der Mann übergrifflich wird. Ja, wenn er schlägt. Ganz heikles Thema. Ja, ich habe diesen Film zurückgehalten in meinem YouTube-Kanal, weil ich dachte mir, wenn ich das als Überschrift nehme, kriege ich direkt soziale Haue. Klar ist, dass das nicht geht. Und hier, Übergriffigkeit geht auch nicht. Sexuelle Übergriffigkeit und MeToo geht alles überhaupt gar nicht. Gar nicht. Bloß, dass das bloß nicht falsch verstanden wird. Aber gerade in der Beziehung ist Chance für Entwicklung. Und Sex ist ja so wichtig für Beziehungen. Auf der seelischen Ebene, auf der körperlichen Ebene. Es ist die Zeit zusammen. Die Frauen, die geschlagen werden, haben alle ein Problem mit dem Thema, ich nehme meinen Platz nicht ein. Die kommen mit jemand zusammen, der meistens schon mehr Platz einnimmt als sie. Sie nehmen wenig Platz ein, der Mann nimmt viel Platz ein. Und wie? Ich frage dich, wie fühlt sich das an? Normalerweise ist Partner und Partner eins zusammen, fühlt sich gut an. Jetzt bist du aber weniger in deinem Raum. Die haben schlechte Vorerfahrungen gemacht, die haben schlechte Kindheit gehabt. Da hat der Vater die Mutter geschlagen. Da wurde Schlagen auch als Liebe erlebt. Möglicherweise, weil hinterher haben sie sich wieder verstanden. Jetzt kommt sie mit jemandem zusammen, der mehr Platz einnimmt. Wie fühlt sich das für sie an, für die Frau? Als ein Ganzes, weil er gleicht sie ja aus. Mhm. Aber dieses Ausgleichen hat einen großen Preis, weil er ist auch sehr, sehr, sehr dominant. Und meistens ist da der Blinde und der Lahme zusammen, also Pech in der Wiege für beide, ne? Lukas Michael Möller hat ja den Begriff geprägt, haben sie Gold in der Wiege oder Pech in der Wiege? Und wenn zwei Leute Pech in der Wiege haben, dann halten die sich wie Ertrinkende aneinander fest. Und jetzt sind sie in dieser Konstellation, diese Frau nimmt zu wenig Raum ein, er wird aggressiv in einer Weise, dass er, weil sie sich ja mit einem schlechten Selbstwertgefühl ausgestattet sieht, dass er übergriffig wird und dann auch schlägt. Das, was sie macht, den Raum nicht einzunehmen, hat mit Aggression zu tun. Agredi heißt auf Lateinisch, das Wort Aggression heißt agredi. Und agredi heißt sich auf etwas zubewegen, ins Werden kommen. Wusstest du, dass der Gott der Bauern auch gleichzeitig der Kriegsgott Mars ist? Das ist die positive Seite der Aggression, ins Werden kommen. Dem habe ich ein ganzes Kapitel gewidmet auf Seite 60. Das habe ich von Harald Reinhardt, Psychosynthese in Köln, als erstes gehört. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Du nimmst deinen Platz nicht ein, du fährst deinen Lebensimpuls zurück. Stell dir vor, ein Wesen, was so in der Ecke sitzt. Der Gott der Bauern und der Gott des Krieges, was hat das miteinander zu tun? Stell dir den Frühling vor. Da schießt der Krokus und da platzen die Knospen und das ist ja ein sehr, da explodieren die Blüten. Das ist ja ein sehr kriegerisches Vokabular, was du da auch im Frühling hörst. Und Frühling ist der Monat der Entwicklung, der Monat der Reifung. Der Krokus, der kommt aus dem Schnee. Hast du schon mal nur Krokus aus dem Schnee kommen sehen? Hast du schon mal gesehen, dass Krokusse im Schnee stehen? Ey, ihr seid doch hier in der Schweiz, ihr habt doch mehr Schnee. Also bei uns im Garten jeden Frühling Krokusse in verschiedenen Farben, die kommen durch den Schnee. Ich frage dich, hat ein Krokus Muskeln?
kann der, denkt er darüber nach? Nein, es ist sein Programm, er führt sein Programm aus. Wenn er rauskommt, fragt er sich auch nicht, was sagen die anderen? Habe ich die richtige Farbe? Bin ich vielleicht zu dick? Das fragt er sich alles nicht. Er ist einfach nur der Krokus. Er ist authentisch und er nimmt seinen vollen Raum ein. Diese Frau hat gelernt, nimm bloß nicht deinen Raum ein. Mhm. Tu es nicht. Agredi heißt ins Werden kommen, zu dem werden, wer man eigentlich sein soll. Und die Frau hat das nicht. Und er ist übergriffig und beide haben es in der Kindheit nicht gelernt, wie Beziehung funktioniert. Und er, ich will ihn nicht entschuldigen, schlagen geht 0000. Aber wenn Emotionen aufkommen, haben solche Leute oft keine Worte, um auszudrücken, wie es ihnen geht. Ich gebe dir ein Beispiel. Er denkt, er wird vielleicht eifersüchtig. Er hat eine schöne Frau und er wird eifersüchtig. Es gibt ja übereifersüchtige Menschen. Und Eifersucht bei ihm zum Beispiel, um zu erklären, was da passiert. Eifersucht bedeutet immer, ich verliere meinen Boden, ich werde verglichen, ich werde verlassen, ich werde abgehängt. Und hier sind wir schon wieder bei der Todesangst, die entstehen kann, wenn er sieht, er muss vielleicht eifersüchtig auf seine Frau sein. In der Todesangst. Ausgeschlossen. In der Todesangst verteidigst du dein Leben. Mhm. Und das ist das, was der macht, der schlägt. Er hat keine Worte dafür. Er hat keine Idee. Er hat keine Kompetenz. Er hat keine Worte dafür. Und alles, was er tun kann, ist, dass er schlägt. Es ist keine Entschuldigung. Gar nicht. Jetzt was passiert mit der Frau? Im besten Fall kommt sie ins Frauenhaus, Schutzhaus. Hast du gewusst, wie viele Frauen aus den Frauenhäusern ausbrechen? Hast du das gewusst? Nein. Darüber gibt es Statistiken. Oh je, traurig. Und weißt du, warum sie das machen? Weil sie mit ihrem übergriffigen Mann wieder ein Ganzes zusammen sind. Nehmen wir mal an, die Frau trennt sich jetzt von ihm. Sie wird vernünftig, sie trennt sich. Weg mit ihr. Die Frau fängt ein neues Leben an. Aber sie sucht sich wieder das Gleiche, wenn sie sich nicht ändert. Hä? Sie kriegt genau den gleichen Mann wieder. Solange dieser Platz vor ihr leer ist, ja, kommt der gleiche. Ich habe ein Beispiel einer Freundin, die war erst Ärztin. War erst zusammen mit einem pathologischen Juristen, der nie auf die Füße kam, der angefangen hat, sie zu schlagen, im Medizinstudium noch. Irgendwann kam sie raus. Ach, endlich raus. Der nächste Mann, eine ganz hochstehende Persönlichkeit, hat diesen Platz auch eingenommen. Nein, er hat nicht geschlagen. Aber er hat sie in anderer Weise dominiert. Komm, mein Liebes, wir gehen zu einer Vorstandssitzung, zieh dein kleines Schwarzes ein. Er hat sie als Dekoration mitgenommen. Sie hat ihm alles gemacht, seine Vortragsfolien, hat ihm drei Kinder großgezogen, bis wir uns kennengelernt haben. Und bis sie verstanden hat, ich sollte mal was ändern. Gehen wir zurück zu der Frau, die geschlagen wird. Sie ist im Frauenhaus, sie geht unglücklicherweise raus. Es ist eine große Zahl an Frauen, die das machen. Und es gibt einen, ich habe den Namen hier erwähnt, es ist ein Polizei, ein wissenschaftlicher Polizeikommissar, der in der Uni gearbeitet hat. 1900, in den 30er Jahren schon, hat der eine wissenschaftliche Arbeit darüber verfasst, was Opfer und Täter für eine Beziehung haben. Heute in der modernen Psychologie schaust du nicht nur nach dem Täter, du schaust immer auch nach dem Opfer. Ich weiß zum Beispiel, welche Lücke wurde da gefüllt? Ja. Stell dir vor, du gehst durch die Bronx, New York, gehst durch die Bronx. Ich wüsste von mir relativ sicher zu sagen, wie fühle ich mich gerade? Fühle ich mich stark? Dann ist eher unwahrscheinlich, dass dir was passiert. Oder fühle ich mich gerade ängstlich? Ist mir gerade was passiert, wo ich Sorge habe, Trauer habe? Hände weg von solchen Gegenden. Mir hat mal eine Frau gesagt, wissen Sie, mein Mann ist jetzt gestorben und wir hatten nie auf der Rückseite von unserem Haus, haben wir Glasfenster. Und da ist der Wald und wir hatten nie Gitter. Aber jetzt, wo er tot ist, ich bin so traurig. Mein Selbstwertgefühl ist so weit unten und ich möchte mir gerne Gitter machen. Meine Antwort war, dann machen Sie Gitter. Täter riechen, wo die Schwäche ist. Nochmal, es ist nicht zu entschuldigen, aber Täter und Opfer haben eine Beziehung. Es ist nicht damit getan, die Opfer zusammenzusetzen in ein Schutzhaus, sondern sagst du mir, was hat denn diese Frau mit dem ganzen Raum, den sie nicht einnimmt, was könnte die denn tun, um einen anderen Partner anzuziehen? Was könnte die machen? Sie könnte den leeren Raum füllen natürlich. Einnehmen. Sie könnte sich ausbreiten, sie könnte sich ausstrecken, sie könnte den ihr zustehenden Raum einnehmen. Und wenn sie den Raum vollkommen einnimmt, kann sie nur jemand anziehen,
der nicht übergriffig wird. Ist das klar? Ich habe schon verstanden. Die Frage ist nur, wo kommen denn die Damen dann wirklich zu dieser Hilfe hin, die sie da dann wirklich auch fachfrauisch oder fachmännisch beraten können, um diesen Raum auszufüllen. Nicht jeder kann zu dir kommen, du bist ausgebucht. Es gibt so viele gute Psychologen inzwischen. Wirklich? Die neue, moderne Psychologie. Die machen das auch. Das ich meine, ich noch nie gehört, außer von der Rüdiger Dahlker erzählt solche Dinge ja auch immer, immer wieder. Aber viel zu wenig hört man das da draußen, diese Zusammenhänge. Ich muss leider zu Ende, aber wir müssen einfach weitermachen. Ganz einfach, geht nicht anders. So ist es. Danke ganz herzlich Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Machen Sie es gut, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.